Hältst du das für eine gute Idee? Ja, Also du wenn ich kannst durch die bin. Autoeinstellung nicht mehr ändern, wenn du jetzt rausfährst im Qualifying. Oh nein. Autoeinstellung, die ich nie ändere. Ich kann, wenn ich das Lenkrad drehe, kann ich nach rechts und links gucken. Es ist deutlich heller als eben im Training. Wow! Wir sind gerade durcheinander gefahren. Ich habe einen Herzinfarkt. Der Wagen geht nicht allzu sehr dabei kaputt, wenn ich immer vergesse, hochzuschalten. Ich habe nichts geändert, der Limiter wird ja richtig eingestellt sein. Ansonsten ist es definitiv nicht meine Schuld. Sagen Sie alle. So, keiner hinter mir, du vor mir, dann lasse ich mal ein bisschen Platz. Natürlich kommt Durch. so ein Penner aus der Box. Ah! Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Wieso Front Wing? So, ich starte schon mal auf Platz 10. Ich habe noch eine Gridstrafe bekommen, wegen dem, der aus der Box kam. Bin ich bisschen in. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. We can't sustain this level of damage. Total schade, ich starte von ganz hinten. Das schaffe ich auch. Ohne Flügel. Nee, fahr weiter. Fahr weiter. Ich weiß, dass ich außerhalb des Dings bin. Weil mache ich mir jedes Mal den Start-Zielgerade hier kaputt. Das Schöne ist, die Rückstrafe bringt jetzt nichts, weil ich eh letzter bin. Das heißt, du kannst noch jemanden rausrammen? Nee, ich bin ja komplett raus. Ich kann nichts machen. Ach so. Fahr weiter. Du kannst mir zuschauen. Ja. Ja. Wenn's. Warum? Weil ich unfähig bin? Zu viel Gas offensichtlich. Du hast übrigens kaputten Frontflügel. Ja. Bei mir. Er war rot angezeigt. Ja, rechts ist er ist noch dran, aber er ist sehr ligiert. Also die linke Hälfte hat keine Flügel mehr. Wow. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wow! Ich ja. hab. Da ist ja einer reingefahren. Ja, ich habe eine Grid-Penalty dafür gekriegt. Für die zweite auch. Jetzt sollten wir die Regeln ein bisschen relaxen in den Optionen. Weil die ist immer gegen die Spieler. Kriegt der keine Strafe dafür? Okay. Jetzt hast du übrigens keinen Frontflügel mehr. Kann ich nichts von sehen.
wird er jetzt aufstehen oder so, aber... Hast kein Feuer an. Selbst wenn ich es an hätte, wird es nichts bringen. Ich glaube, ohne Head-Tracking wäre das auch ziemlich unangenehm. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Das Menü gefunden. Carlos Sainz ist übrigens auch rausgeflogen, so wie es aussieht. Ah ja, die bist du gerade, glaube ich, reingefahren. Ich dem? Ich fahr mal in die Box. Vielleicht haben wir ja noch einen Flügel übrig. Hab das Gefühl, mit uns beiden sollten die das Flügelbudget dieses Jahr erhöhen. Eigentlich. In der Mitte der Saison rennt einer ganz eilig zum Teamchef rein. Wir sind pleite, wir sind pleite. Was ist los? Das Flügelbudget dieses Jahr wurde um 800% überschritten. 12 Flügel pro Rennen. So, kann ich jetzt einfach sagen, go to track wieder und weiter geht's? Ja, da fährst du wieder raus. Aber es ist auch repariert jetzt? Sollte. Da keine Zeit auf dem Steg für Reparatur, ja. Also der hebt mich vorne mit dem Wagenheber ganz normal an. Wenn der Flügel nicht mehr dran wäre, wäre das wahrscheinlich schwieriger, oder? Hört sich doch besser, muss ich sagen. Bei mir bist du noch in der Box, ist das normal? Ich bin schon länger raus. Ah, da. Okay, okay, das Menü ist... Bei einem anderen Auto gelandet wahrscheinlich. Nee, bin ich kann aus, weil im Menü ist nicht wenig zugucke. Ah, okay. Es hätte dir aber auffallen müssen, dass das nicht unser Teamfarben sind. Box hatte eh keine Farbe. Ach so, du hast der Box zugeguckt. Ja. Ich kann ein schönes Aufholrennen gleich fahren. Oder ausscheiden vorher. Ich kann sagen, du kannst jetzt, hast viele Chancen, dir mit dem Flügel kaputt zu fahren. Viel mehr Leuten vor dir. Hui. Calculated. Calculated. We have two laps of fuel remaining. Zwei Runden Sprit nur. Ich glaube nicht deine beste Zeit. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß auch nicht, was meine beste Zeit ist. 1,33 1,33,8. Siehst du denn, wie es aussieht bisher? Ja. 60 Sekunden hast du jetzt. Du musst 30 Sekunden durchs Ziel. Das hilft mir eher wenig. Vollgas und Flügel auf. Fan
1,27? Ja. Erster Platz. Vorhin war doch 1,33, sagtest du. Ja, was? Kommt der, das wird aber nicht deine beste Runde dann her. Dass der erste Sektor deutlich langsamer war als sonst. Eine Sekunde. Aber die anderen schneller anscheinend. Erwischt. Wechseln gleich in die Box zu fahren. Wie sieht denn die Zwischenzeit aus, diese Runde? Nicht besser. Jetzt noch 10 Sekunden durchs Ziel. Das hätte ich, glaube ich, geschafft. War knapp. Jetzt bist du bei deiner alten Rundenzeit. Ich bin bei einer Box. Ja, da vorne kommt das Ziel und das war noch nicht der Limit, also. Ja, ich bin ja auch in die Box gekrochen. Ich habe schon vorher das, den Limiter reingehabt. Die zwei links. Da bin ich ja, da habe ich gebremst. Schon mehr gebremst als sonst und bin ganz langsam rum und danach auch ganz langsam in die Box gefahren. So, wenn du die Session beendest, sind wir durch. Ich wollte gerade sagen, wenn ich die Session jetzt beende, ist dann überspringe ich dann das nächste. Hier ist nur eins, du hast nur einfaches Qualifying eingestellt. Also. Sind nicht in Q1, 2, 3, sind in Q. Retire from Session. Perfect Start Achievement habe ich bekommen. Continue to next Session, yes. Drei Sekunden schneller als der zweite. Gut, und plus 10 Plätze. Hey, Kimi Räikkönen fährt ein Alpha. Alpha ist in der Formel 1. Ja. Lies mal, wie viel ich mitkriege. Seit wann? Dieses Jahr oder letztes Jahr? Also doch noch ziemlich neu. Okay. Hey, Alpha war letztes Jahr auch schon dabei. Team are rooting for you. Show them what you can do.